Das Wintersportzentrum Flaine in den französischen Hochalpen war im März 1971 Austragungsort des größten Wettbewerbs zur Pistenpflege. 21 Fahrzeuge aus 7 Nationen gingen an den Start. Und natürlich durften auch die Käsebohrer-Fahrzeuge bei dem mehrtägigen Wettbewerb nicht fehlen. Gleich in 3 Kategorien gingen die 80 bis 145 PS starken Pistenbully an den Start. Die 10 Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke sollte dabei nicht nur möglichst schnell, sondern auch benzinsparend zurückgelegt werden. In dem von vielen Steilhängen geprägten Parcours waren die Käsebohrer-Fahrzeuge in ihrem Element. Unsere Pistenbully konnten mühelos jedes Manöver ausführen. Dank einem neuartigen Lenkrad wendet der Pistenbully praktisch auf der Stelle und auch ein Gefälle von 45 Grad wurde mit Bravour bewältigt. Ein erfolgreicher Wettbewerb. Auch beim Härtetest der Pistenpflege beeindruckte Käsebohrer die Fachjury. Auf und abwärts wurde im Neuschnee eine Piste gezogen, deren Qualität von den Jurymitgliedern getestet wurde. Die verdichtete Schneefläche überzeugte. Auch bei extremen Wetterverhältnissen schuf der Pistenbully dank des hydraulisch angepressten Glättebretts eine perfekt geglättete Oberfläche, ohne einmal stecken zu bleiben. Pistenbully erreichten den ersten Preis für die beste Maschine, den ersten Preis für die beste Pistenpflege sowie den Gesamtpreis des Wettbewerbs. Bis heute sorgen unsere Fahrzeuge dank modernster Technologie, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit für hervorragende Pisten und zufriedene Wintersportgäste.